merkwürdige Geräusche mitten in der Nacht beunruhigt? Erleben Sie Angstgefühle in Ihrem Keller oder auf Ihrem Dachboden? Haben Sie oder Ihre Familie jemals einen Spuk oder ein Gespenst gesehen? Wenn die Antwort ja lautet, warten Sie keine Minute. Nehmen Sie Ihr Telefon und rufen Sie die Profis. Rufen Sie die Geisterjäger. Wir sind immer bereit, Ihnen zu glauben. Franchises bald verfügbar. Rufen Sie an. Oh! Russell, hey Mann, bist du bei... Ortsflügel? Yep. Bei der Großausstellung? Ja, warum? Da ist etwas auf dem Weg zu dir. Moment. Ich höre was. Ich werde mal nachsehen. Willst du was echt Gruseliges hören? Ich habe was über Schandor gelesen, der Typ, der den meisten großer Kram gestiftet hat. Er war ein Okkultist, übernatürlicher Kram und so. Abgedrehter Typ. Ah! Warum reden wir nicht mal darüber? Irgendwann mal. Ah! Hey, Sie dürfen nicht hier rein! Stopp! An Bord. Das könnte etwas gefährlich werden. Toll. Gefahr ist unser Leben. Wir beginnen mit 50%. Das sollte Brand- oder Gewebeschäden auf Minimum halten. Hey, zum Gewebeverbrennen nimm den Neuling. Auf keinen Fall Ray. Auf den läuft doch unsere Hypothek. Schätze, er hat recht. Wie heißt du nochmal, Kumpel? Keinen Namen, Ray. Ich will keine emotionale Bindung. Nur für den Fall, dass... Du weißt, was dem Letzten passiert ist. Er ist eingestellt und bereit. Das könnte etwas kribbeln. Gut. Wir haben ein umfassendes, hartes Trainingsprogramm, das dir die Grundlagen der Ausrüstungsgegenstände nahebringt. Es dauert, Meisterfertigkeit zu erreichen, aber es ist definitiv die Mühe wert. Waren wir das? Ich glaube nicht. Ray? War wohl eine Art von Psi-Energieimpuls. Substanziell, eine signifikante zentralisierte nekromantische Konvulsion, Klasse 7 oder höher. Genau, wir müssen die EMF-Werte überprüfen. Ich weiß die Antwort, aber ich frage trotzdem. Ist ein Klasse 7 was auch immer schlecht? Oder sehr schlecht? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen... Eine 7, richtig? Sagen wir einfach, wir haben bald viel zu tun. Und das ist nicht die gute Art von viel zu tun. Richtig, Ray? Vorsicht, Slimer ist wieder entkommen. Nein, warte, komm zurück. Tja, und damit herzlich willkommen zu einer letzten Replay, nicht wahr, Eike? Von Ghostbusters, the Videogame. Hallo, Eike. Yeah. Müssen wir leider mit OBS aufnehmen. Ja gut, das ist sehr Hintergrundgelaber. Das interessiert die Leute, glaube ich, jetzt nicht wirklich. Interagieren. Ach ja, der Geisteranruf beantworten. Nee, Quatsch, das ist ja gar nicht das normale Antworter. Ja, ich weiß. Ja, das erste Let's Play war ja eigentlich ganz okay, nicht wahr, Eike? Nur, dass wir leider eins vergessen haben. Das Geisterhütchen. Das Geisterhütchen. Kein Verkehrshütchen. Das haben wir übersehen. Ja. Beim New York Level. Sonst hat alles gepasst. Gut. Oh, wir können das ja quasi als Jubiläums-Let's Play bezeichnen, nicht wahr, Eike? Warum? Weil der Film ist jetzt 35 Jahre her. Also, jetzt, na gut, jetzt, ich werde, wenn die Leute das jetzt gucken, ist ja jetzt nur ein paar Tage, also dann ist es schon wieder 36, aber... Wer ist der Mitarbeiter des Monats? Na, wer wohl? Ich mag es, dass das die Bilder aus seinem... Ja. Aus seinen Filmen sind. Aus dem Film ist, ja. Juli ist gut. Ja, Juli ist einmal hier, ist einmal unser
genau. Ghostbuster, der immer so übergangen wird, ne? Der Winston. Wie sagt man? Und es gab 9 Tage ohne. Warte, taucht Winston nicht auch im Spiel auf? Ja, der taucht im Spiel auch noch auf später. Der kommt noch später nochmal. Ich find's auch ein bisschen doof, dass der auf den meisten Cover von dem ersten Film gar nicht mehr drauf ist. Der Begründung, ja, da kommt er später, der ist ja nicht wirklich, der ist ja nicht wichtig. Aber, naja, gut. Ja. Hier gibt es ja noch nicht viel, insofern. Ja, es fühlt sich ja noch, das kennen wir alles ja schon. Die Geistertoilette ist ja auch noch nicht da. Die Geistertoilette, da fliegt sie vorbei. Ich hoffe, ich habe das jetzt einbauen können. Ja, ja, das Spielzeug, Eike. Ich werde dir den Arsch lecken. Q-Bert, ja, auch ein Geist der Videospielgeschichte sozusagen. Oh, was ist das da? Ich kann es nicht lesen. Aber sie haben Q-Bert eingebaut. So, dann mal runter. Ja. Das will jeder machen. Ja. Ja, weil... Oh, da ist er, den schon. Da ist er. Geh mal zu ihm. Da ist dem Wrestler. Nein, es ist kein Wrestler, es ist ein Boxer. Ein Deutscher. Egal, das ist alles das Gleiche. Ist auch nur Fake. Bitte lass das Mikrowellen-Popcorn nicht dauernd anbrennen. Ja und? Das stört dich doch nicht. Du bist doch Geisel der Japaner. Wie ihn irgendwas Intelligentes. Hätte ich eine solche Demütigung doch nur selbst ausüben können. Was wollen wir ihn fragen? Irgendwas Intelligentes. Wie, dass man in deiner Nähe Geld finden wird. Oh ja, das kenne ich. Glückskekse sind Arschlöcher. Meine Träume sind in Blut getränkte, dunkle Dinge voll wilder Rache. Okay, wir hätten es natürlich jetzt auf Original stellen können. Dann haben wir hier die Original, auch die neue Stimme von Aykroyd und Ramis und so weiter. Ja, aber wer will das haben? Die deutschen Sprecher sind viel besser, die sind viel ikonischer. Ja, die gibt's ja auch noch teilweise, glaube ich, oder? Gut, das Spiel ist auch 2009, da war alles noch ein bisschen anders. Da gab es Ramis noch und, ach ja, natürlich wieder das mit der... Slimer ist da lang. Oh nein, es war ein... Slimer. Da unten ist Slimer, Dejan, wir müssen Slimer fangen. Den Slimer, wusstest du eigentlich, wie Slimer bei der Filmproduktion noch hieß? Ne? Hieß er einfach nur... wie heißt das? Zwiebelkopf. Onionhead. Genau. Da ist er ja. Komisch, die Sperreinrichtung zieht ihn irgendwie an. Er ist davon fasziniert, seit du den Bildschirm an die Einheit angeschlossen hast. Okay, ganz langsam jetzt, Kadett. Ich sage dir, was du tun musst. Errege seine Aufmerksamkeit mit dem Protonenstrahl. Okay, was kann da schon passieren, nicht wahr, Eike? Zur Notfall schmeißen wir einfach die Fallen aus Extreme Ghostbusters da hinten auf ihn, ne? So. Ausrüstung, die du da desintegrierst, Kumpel. Ups, du hast einen rausgelassen. Mein Fehler. Ich habe heute Nachmittag die Interdimensionaldichtung fein abgestimmt. Ich werde das reparieren. Ihr zwei bringt die Geister zurück. Wer hätte denken können, dass das passieren kann, nicht wahr? Ja. Ja, das wird öfter noch in diesem Spiel passieren. Okay, dann guck uns mal die Geisterfallen und alles an. Ja. Das wird echt klasse. Und nachdem du das Pack bereits trägst, ist das die Gelegenheit für ein bisschen Training. Wenn man sich richtig vorbereitet, ist Slimer harmlos. Mehr oder weniger. Bei dem anderen bin ich da nicht so sicher. Er wird uns schleimen. Also schnappen wir sie uns. Genau, schnappen wir sie. Genau. Ich bin voll geschleimt. Ja, ich voll geschleimt. Beim ersten Einsatz des Protonenstrahls übertreibt man gern mal. Egan repariert das im Nu. Genau, was soll schon groß passieren? Was kann schon da rauskommen, nicht wahr? Ja. Und jetzt werden ja wahrscheinlich wie viele Leute jetzt sagen, guckt euch das mal an, die Texturen, so hier die Ränder, so Kant, so Pix, so sägezähnig, aber ja gut, das ist ja auch die Originalversion und die HD-Neuauflage. Ich weiß, ich hätte ja auch die kaufen können, aber warum soll ich das Spiel nochmal kaufen, nur wegen, feineren Texturen? Ich meine, macht das einen großen Unterschied? Nein. Nö. So geht das eigentlich auch. Und ja, es tut mir auch leid, dass es nicht in 1080p ist, mit 60 Bilder pro Sekunde, aber das Spiel ist von 2009. Ich glaube, das ist ja wohl noch drin. Also, zunächst mal, bevor die Sache ernst wird, machst du dich besser mit deinem Protonenpack vertraut. Es kann dein bester Freund im Einsatz sein. Alles, was du wissen musst, wird auf dem Pack selbst angezeigt. Das hier zeigt dir deinen körperlichen Zustand an. Je grüner der Balken, desto mehr Schaden steckst du weg, ohne dass es dich von den Füßen haut. Dieser Balken zeigt die Hitzestufe deines Packs an. Wenn er oben ankommt, solltest du das Pack belüften, damit es sich nicht abschaltet und zurücksetzt. Das Fangen eines Geistes ist im Grunde recht... Ist gut, dass man das so gut sehen kann. Ja. Wenn man das Ding auf dem Rücken hat. Ja. Spektrale Entitäten ziehen all ihre Stärke aus einer Ansammlung von PK-Energie. Beim Beschuss mit dem Protonenstrahl oder anderer Offensivausrüstung wird diese Energie abgebaut. Durch Abbau der PK-Energie sind Geister auch leichter zu fangen. Es ist immer ein Ausgleich von Energie und Gleichenergie, nicht wahr?
Ja, gut, da haben sie sich ja gedacht. Ich bin so besoffen. Obwohl alles durch, was ich zu mir nehme, unten wieder da draus fällt. Vielleicht stellt er sich einfach noch vor, wie es ist, besoffen zu sein. Damals, als er noch lebendig war. Als er noch James Belushi gewesen ist. Angeblich soll er so gewesen sein. Der fette Typ, den er mal gespielt hat. Weißt schon, dieser eine Typ hier mit, hier, Blues Brothers Eike, hat er noch mal gespielt, weißt du es noch? Sie sind der Typ, der sich immer auszieht. Genau. Mit Schießen ab. Genau. Das ist der geheime Keller, den niemand gesehen hat im Film. Ich wette, die Leute, die sich jetzt mit dem Film auskennen, werden jetzt sagen, da war gar keine Türen hinter uns zu sehen. Aber das war ja mal da, wo die Kamera stand, glaube ich. So. Ja. Ja, also passt das. Müssen wir aufpassen? Gibt's keine Lock-on-Funktion? Gibt es schon, aber die brauchen wir nicht wirklich. Benutze sie einfach mal. Oh nein, es ist Mr. Fett. Vollbeweglicher Klassiker Kardinal. Der sieht aus wie ein fetter Hitler. Na, der sieht eigentlich eher aus wie der Fettsack aus den Monty Python-Filmen da. Weiß schon, und ein Snickers. Sideswitch Hotel. Ja, da kommen wir später noch hin. Wollen wir das vorlesen oder wollen wir einfach nur stehen lassen für die Leute? Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Haben wir da sonst selber lesen? Wir knuspern sie an, sie können das selber lesen. Wir können das selber lesen, ja. Ist ja jetzt nicht super viel Text. Vielleicht ist es auch der Fettsack. Vielleicht ist es auch der Fettsack aus. Wer ist denn der Tobin? Wer ist denn eigentlich der Tobin? Tobin Geist, Spensterführer? Keine Ahnung. Es klingt irgendwie jüdisch. So, erstmal. Ja, das macht man eigentlich meistens im Spiel. Schießen und entlüften. Schießen und entlüften. Und ausweichen. Du klingst jüdisch. Nein. Du kannst einen Sperrstrahl auf Schubser genannt manuell mit dieser Steuerung projizieren. Ja. Ja, das ist doch geil. Den schon nimmt wieder jeden Treffer mit. Ja. So, müssen wir natürlich noch nebenbei noch jetzt zerstören. Und, ah, und jetzt schmettern. Ist ja etwas, dass sie etwas, das es auch in Luigi's Mansion gibt. Ja, wer hat sich da wohl inspirieren lassen? Bam! Bam! Und bam! Und nochmal von oben und von unten. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass man Geister mit physischen Umgebungen hier schwächeln soll? Da, durch den Protonenstrahl werden sie ja physisch. Ach so. Ja, ich will ihn doch weichklopfen. Ach so, jetzt ist er geschwächt. So, das weiß ich noch. Nein, 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 nein. Es fühlt sich an, wie vergewaltigt werden. So. Denk dran, die Fälle einzusammeln, sonst snacken sie die weg. Genau, sonst bleibt sie irgendwie 20 Jahre noch liegen. Slimer ist ausgebüxt, aber unser Kadett hat seinen ersten erwischt. Ein echt fieser Kunde. Oh, und du musst vorsichtig sein, was das Kreuzen der Ströme angeht. Mit anderen Worten, lass es. Eigentlich, ja. Sticht auch wie der Teufel. Kann ich mir vorstellen. Eigentlich haben wir schon ein paar Mal jetzt gerade die Ströme gekreuzt, aber naja. Warum bekommt dieser Typ all den neuen Kram? Er ist unser neuer Experimentalausrüstungstechniker. Und auch noch einen coolen Titel. Das bedeutet, dass er mit ungetesteter, extrem gefährlicher Ausrüstung herumläuft, die einen bis nach New Jersey blasen kann, wenn man nicht richtig damit umgeht. Oh, das ist der Typ, der unsere äußerst gefährliche Prototyp-Hardware herumschleppt, die einen eventuell bis nach New Jersey bläst. Danke, behalt den Titel, Kumpel. Er passt gut zu dir. Ja. Ich würde den Protonenpack abreißen und ihm so, hier. Nimm du das. Ja, die Charaktere sehen jetzt nicht besonders so gut aus, ich weiß. Dietchen, hör auf, in der Grafik rumzuwichsen jetzt. Ja, das, nee, das hat man damals ja schon bemängelt, als das Spiel neu war, ja, 2009. Wow, ich finde das völlig in Ordnung so. Es geht, die ja. Leute haben alles bemängelt, was nicht wie Oblivion aussah. Ach, damals schon. Feeling sick, going home early. Genau, unser Tully. Wie gehört denn der? Der Luis, der Tully, du weißt schon. Hier, Herr Rick Remis. Genau. Nee, Rick Dings. Weißt du, weißt schon. Ja, der gute Louis muss in seinen Blumenladen von seiner Mutter. Ach ja, da arbeitet er. Ist er nicht hier der Steuertyp für uns? Genau. Das ist Lachs aus Muskotscha. Hab ich mich bekommen. Ja. Oder muss er, oder ist er vielleicht tot und liegt und wird demnächst ein Geist ihn erfangen können? Ah. Louis, du bist tot? Du brummst gerade, Eike, kurz. Mach dein Mikrofon, dein Smartphone weg.
So. Ich nehme mein Smartphone nicht weg, mein dämlicher Feuermelder. Ach, der macht so Töne, ja, ja. Jetzt heißt es dann also Slimer einfangen. Ich glaube, ich muss den bald mal wieder abbauen und ertränken. Ich ertränke meine Feuermelder. Wasser einlassen und dann blub. Funktioniert er dann noch? Meinst du wie so ein Tamagotchi ins Wasser schmeißen? Wie ein Kleinkind, das rumschreit. Einfach ins Wasser gluck. Ah, okay. Woran erkennst du, Eike, dass du zu weit gefahren bist mit dem Autobein einpacken? Ja, wenn das Kindergeschrei aufhört. So, okay, jetzt haben wir das auch gebracht. Okay, gut, dann machen wir mal auf ins Hotel. Na, ja. Wir wollten ja keine Verabschiedung machen, wir einfach weiter, nicht wahr? Nö, machen wir hier Verabschiedung, weil das OBS ist. Genau, wir müssen wieder stückeln. Okay, gut, dann sehen wir uns dann im Sedgwick Hotel. Bis dann. Im Sedgwick. Sedgwick. Okay, also bis dann.